Jo, da wären wir wieder. Und wir werden diese Folge nicht aufräumen, aber in der nächsten. Das heißt, ich werde diese Folge jetzt nutzen, um vorzubereiten, dass wir nächste Runde aufräumen können. Also in Ruhe arbeiten. Das heißt, ich werde jetzt nach Fehlern suchen, wie zum Beispiel fehlendes Plastik. Und das dann beheben, damit wir keine Ressourcenengpässe haben in den ein, zwei Folgen, wo ich aufräume. Und ich werde ebenfalls Kommentare abklappern, die reingetrudelt sind inzwischen. Mit teilweise recht dramatischen Sachen wie das hier. Was echt übel ist. Was ich da jetzt an Ressourcen reingeballert habe, das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Also ja, das ist gefixt. Dann die Pumpchecks arbeiten nicht, war ein anderer Kommentar. Das liegt daran, dass wir volle Öltanks haben. Ist okay. Wird aber in der Aufräumfolge auch so eine Sache sein. Da werden wir die hier alle ersetzen durch die da. Weil momentan haben wir volle Tanks, das ist richtig, aber irgendwann werden wir wieder mehr Öl verbrauchen und dann brauchen wir wieder mehr Produktion und das würde ich gerne vorbeugen. Dass ich jetzt in der Aufräumfolge ein bisschen arbeite und mir dafür später Arbeit erspare. Aber, ne, halt erst später. So, warum haben wir jetzt kein Plastik? Wir haben noch Plastik. So, wir haben nicht viel Plastik. Ja, hier, sei schneller. Kohle. Kohle ist nicht okay. Okay. Da oben ist ein komischer Angriff, das ist okay. Wo? Da ist Kohle. Da ist ein Mini-Fitzel-Kohlefeld. Ich glaube, ich schnapp mir das da oben zuerst. Das da. Nimm bitte einen größeren Drill. Ich habe keine Drills mehr. Na gut, noch einen Drill dahin. Du gehst bis zu dem 40 hin. Ein Drill dahin. Ein Drill dahin. Alle so. Und alle mit Speedmodulen. Speed, Speed, Speed. Schuh. Strom ist nicht gut. Aber es ist auch Nacht. Ich sollte, wenn mein Nachtsichtgerät ausgeht, sofort zum nächsten Substation-Ding laufen und gucken, wie viel Strom wir noch im Puffer haben am Ende der Nacht. Um so ein bisschen abzuschätzen, wie lange das Ganze hält. So, aber Kohle sollte jetzt erstmal wieder kein Problem sein. Was haben wir noch? Stahl ist okay. Grüne Chips ist meh. Rote Chips ist Das kann nicht am Plastik liegen. Plastik war noch okay. Wo ist das Problem, Sir? Ich sehe kein Problem. Mit beim Abtransport, noch bei der Anlieferung. Alles okay. Ich werde einfach nur viele Abnehmer haben für rote Chips. Zum Beispiel Produktivitätsmodul. Ja, du. Wobei, das ist eigentlich auch wieder so eine Sache für die Aufräumfolge. Ja, du brauchst auch viele rote Chips. Du verbrauchst auch rote Chips. Alles verbraucht rote Chips. Deswegen haben wir einfach keine. Also ich bräuchte eigentlich mehr rote Chip-Fabriken. Ach so. Das hier wollte ich auch noch machen. Einmal bitte dich umstellen, dass du keinen Draht mehr so haben möchtest. Und euch kurz weg und gucken, ob das so okay geht. Ja. Und dann hätte ich gerne langsame, also schnelle, nicht ganz schnelle Ärmchen hier. Dass die Kisten immer noch befüllt werden. Gut. Müsste jetzt allgemein weniger Roboter brauchen, weil nicht von da nach da geflogen werden muss. Hä? Habe ich nicht eben gerade gesagt, dass du keinen Draht mehr haben sollst? Oder habe ich nur Draht aus der Kiste rausgenommen? Ich glaube, ich habe nur Draht aus der Kiste rausgenommen. So, das heißt, Draht kommt jetzt von da, Roboter fliegen weniger. Ich hätte gerne noch so einen tollen Arm.
Was? Very fast long-handed inserter. Da, den hätte ich gerne. 2. Dann machen wir das Ganze nämlich hier. Achso, nur ein. Nee, okay, dann halt nur ein. Du hättest gerne kein Draht mehr. Dein Draht klaue ich. Und du hast bitte nur noch die da. Klappt das so? Bei dir habe ich es gerade an grünen Chips. Oh, das sollte ich höher stellen, weil 10 ist ein zu kleiner Puffer. Ja. Allgemein werde ich das auch später mal in der Aufräumfolge oder den Folgen. Momentan habe ich eher so 2 oder 3 im Kopf, so viel wie zu tun ist. Bei den Aufräumfolgen dafür sorgen, dass wir die Einstellung bei den Gib mir Kisten ein bisschen erhöhen, damit immer ein größerer Vorrat da ist, damit es halt nicht so zu Leerläufen kommen kann. So, aber du arbeitest jetzt mit Draht von nebenan, richtig? Richtig, du bist immer mit Draht voll. Die Kisten fühlen sich trotzdem noch für etwaige andere Abnehmer. Wie zum Beispiel der da oben und der da unten, die ja nicht durch Ärmchen verbunden sind. Warum habe ich dir überhaupt 3 davon gegeben? Bisschen Overkill, oder? Na, es ruckelt. Ruckelt es mit 3 Ärmchen nicht? Wo sind die Ärmchen? Da. Doch, es ruckelt auch, aber bei solchen Geschwindigkeiten geht das gar nicht anders als ruckeln, ne? Ja, nimm mal da. 2 weg und dann ist gut. Ja, eventuell in der Aufräumfolge das da weg und nach hier irgendwo auslagen, dass wir wirklich 4 Drahtfabriken auch hier haben, um alles mit den Ärmchen da zu machen. Ja. Rote Chips sind immer noch nicht vorhanden. Grüne Chips sind verschwunden. Was? Das ist nicht gut. Okay, jetzt ruckelt es definitiv. Gut, okay. Du brauchst 3 Ärmchen, ich sieh's ein. Schieb einfach nur Eisenplatten rein. Ja. Das ist ein komischer Rhythmus. Ja. Wird super schnell produziert, wird super schnell verbraucht. So. Gucken wir jetzt mal. Nicht ganz hinterher. Bräuchten, also eigentlich bräuchten alle 2 von den langen Ärmchen. Dann könnte das glatt aufgehen. Oh, wir können jetzt die besseren Ruhepots bauen. Das ist schick. Was hätte ich denn als nächstes gerne? Sniper-Turm. Ich habe schon Sniper-Türme, danke. Noch mehr Speed? Noch mehr Strom sparen. Oh, Energy Consumption minus 100%. Das ist krass. Eben 30% Sprung. Aber ich werde keine lila Chips ausgeben für sowas in absehbarer Zeit. Nee. Mach lieber hier. Wo ist Turret Damage? Laser Turret Damage. Genau, mach lieber das da. Ja. Ich check's echt nicht. Nochmal grüne Chips. Also ich könnte ja einfach das Ganze... Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bau mal 7. Davon. Könnte es ein bisschen dauern, aber ist kein Problem. Dann mach bitte das da kaputt. Mach einen Blueprint davon. Und dann setzen wir das ganze Ding einfach nochmal hier oben hin. Das sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir noch grüne Chips haben, oder?
Und dann können wir das immer noch feintunen und ein bisschen runterschrauben an Geschwindigkeit. Ja komm, mach das einfach mal. Kopier das nach da oben hin. Die Ärmchen werden jetzt fehlen, aber die kann ich nachsetzen. Das ist doch geil. Warum ist hier keine rote Kiste? Weil die gar nicht mehr an rote Kisten liefern. Das ist richtig. So, Ärmchen sind da, Ärmchen sind da. Sind auch meine Ärmchen da? Hier. Zack, 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 zack. Ich brauche mehr davon. Habe ich jetzt auch ein bisschen smart gebaut? Mist. Ja, das sollten nur ganz normale sein. Ich hoffe, ihr arbeitet auch so. Tut ihr das? Anscheinend kommen die Ärmchen nicht hinterher. So, du kannst weg. Was? Warum kann... Ah. Kann natürlich nicht weg. Ich wollte es erst noch. Ich habe gar keine automatischen schnellen Ärmchen. Gib her. So. Also, ich hatte vorher eine Aufräumphase, die Dinger zu ersetzen. Ich habe es nur noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt gerade irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube, es waren die hellblauen Ärmchen. So, und warum arbeitet ihr nicht? Weil ihr smart seid. Ist doch alles doof. Dann mach halt very fast da. Da, da, da. Da. Also dieses grüne Drumherum da muss weg. Ich könnte auch alle einstellen, aber das ist mir ehrlich gesagt viel zu wuselig. Weg, weg. So, ihr habt jetzt keine Module, richtig? Richtig. Das heißt, ihr bekommt... So. Gucken wir, wie das so geht. Ärmchen. Ärmchen. Da. 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 Und das mit der Substation können wir halt nicht ändern. So, und ihr... Gucken wir mal, ob das so reicht. Weil solange sie keine roten Kisten befüllen müssen, müssen sie ja wesentlich weniger produzieren. So, 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 so. Okay, Ärmchen. Very fast. So, Ärmchen sind hier alle da. Hier unten bapp ich die auch mal alle ran, die ich finden kann. So, perfekt. Okay. Dir mangelt es an Kupferdraht. Okay, du musst schneller sein. Zack. Also dann wohl doch eher so. Draht ist da, aber nicht durchgängig. Ja. Wir könnten alternativ überhaupt dich einfach langsamer machen. Bringt nur nichts mit dem. Nee, du musst schneller. Also einer von denen raus. Noch einer von denen rein. Das sieht okay aus. Das sieht sehr okay aus. Also, drei blaue, zwei grüne. Hier. Und da genau andersrum. Hier drei grüne, zwei blaue. Ach ja, es wird kein bisschen verwirrend. Wir haben keine Module mehr. Da muss einer raus. Da muss einer raus. Okay, Module holen. Dun, 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 dun. Da. Hey damit. Achso. Hier, bitteschön. Geht nicht? Okay, dann hier, weil ich brauche die nicht. Ich brauche die sowas von nicht. Du, da. Dich habe ich beschränkt. Richtig, richtig gut. Das ist echt krass, wie viele Ressourcen da draufgegangen sein müssen. So. Zack. Zack. Die sind jetzt alle so, wie sie sein müssen. Du, 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Okay. Das sollte jetzt dafür sorgen, dass wir genug grüne Chips haben. Wenn nicht, habe ich keine Ahnung, was könnte. Ja, genau. 3300 grüne Chips, instant bam. Fertig.
Wollen wir es mit den roten genauso machen? Ja, Overkill finde ich toll. Du mach das weg. Nimm das. Kopiere nur die Seite. Setze sie da hin. Kopiere dann die Seite. Ja, die Seite. Setz die da hin. Und bau schon mal die richtigen langen Ärmchen. Die müssen jetzt auch noch alle richtig eingestellt werden. Test. Die werden jetzt so gut wie gar nichts produzieren, dessen bin ich mir bewusst. Aber vielleicht haut das hier hin, weil wir jetzt doppelt so viele haben. Das heißt, ihr werdet fast... Und ich habe wieder keine schnellen Ärmchen. Das heißt, es werden jetzt fast keine Drahtdinger gebraucht. Aber das ist nicht schlimm. Das heißt, die Kiste kann weg und das da kann weg. Very fast long-handed. Gut. Mitte. 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 Lampen sind ein Problem, sehe ich gerade. Aber die pappen wir einfach mal da und da hinten. So. Und ich habe natürlich nicht auf den Stromverbrauch geachtet. Am Ende der Nacht. Und ich glaube, es sind auch schon zwei Nächte vergangen. Da ist die nächste. Gut, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ihr arbeitet nicht, weil die irre, irre lange brauchen. Okay, das wird unser Problem nicht wirklich in absehbarer Zeit verbessern, huh? So. Crafting Speed plus 30%. Ja, das sieht schon eher danach aus. Ja, so ein bisschen kommt dadurch jetzt extra rein. Wir haben dadurch jetzt auch ein bisschen mehr gebundene Ressourcen, aber das ist okay, so denke ich mal. Das heißt, ihr müsst alle kein Draht mehr anfordern. Draht kommt von drüben. Weg. Gut, 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 gut. Und in der Aufräumphase machen wir halt das noch hier weg und da ebenfalls zwei Fabriken hin. Kann ich mich jetzt guten Gewissens um das Aufräumen kümmern? Wir haben genug Roherz, sowohl für Eisen als auch für Kupfer. Wir haben genug Platten, wir haben genug Stahl. Wir haben immer noch nicht genug Plastik. Das ist sehr irritierend. Und immer noch keine roten Chips. Ist das ein Weltuntergang? Nö, ich werde trotzdem aufräumen können. Schlimm wäre es, wenn jetzt wirklich Eisen oder Kupferplatten fehlen würden. Was mich halt irritiert ist, dass das Ding hier nicht ausreicht. Oder es ist wieder eine Roboter-Sache, das kann natürlich auch sein. Dass wir theoretisch genug Ressourcen haben. Aber nee, 33 ist nicht genug. Hier, bitteschön. Ich will kein Plastik mehr. Dass wir genug Ressourcen haben, die Roboter noch nicht hinterherkommen, aber nee. Trotzdem ist Roboter-technisch auch recht problematisch gerade. Aber gut, ich denke, das sollte erstmal an Vorbereitungen reichen. Das heißt, die nächste und wahrscheinlich auch die übernächste Folge wird eine Aufräumen-Folge sein. Die werde ich auch im Titel so benennen. Falls ihr also keine Lust darauf habt, zuzugucken, wie ich durchgehend fast nur Module ersetze und mir Überlegungen mache, bei welcher Fabrik ich welche Module reinsetze, dann halt die Folgen überspringen. Und wir sehen uns dann gleich wieder.